Aber mir wollen wir, ich wollte euch da vorne den Stand nochmal zeigen, da gibt's Dinge. Ah. Okay. War es wirklich so schlimm? Nein, wir sind in einer halben Stunde bei euch, bei diesem Stand, da gibt's ausgezeichnete Dinge. Ihr entschuldigt uns? Nun gut. Bis gleich. Serpentilio, ihr müsst nicht mitkommen, wenn ihr nicht wollt. Nun, Capitania, ich habe unglücklicherweise auch nichts Besseres zu tun. sie reicht dir ihren Arm. Nun, dann ist mir eure Gesellschaft stets willkommen. Immer mit dem allergrößten Vergnügen. So schlimm kann es schon nicht werden. Und dann wird es viel schlimmer. Das Wichtige ist, an sowas mit Optimismus heranzugehen. Nun, was ist drauf hin? Einerseits möchte ich wirklich nicht dabei sein, wenn die Zwerge sich eine halbe Stunde lang Witze erzählen, weil ich schaff das nicht normal. Ich schaff das wirklich nicht normal. Das kann ich gut nachvollziehen. Die Witze sind schwer verdaubar. Ich wollte euch nur auch schon mal Bescheid sagen. Ich habe Zulamin auch schon gefragt. Überlegt schon mal, wen wir alles noch ausladen müssen. Vom Schiff? Ja. Mir fällt spontan keiner ein. Wir müssen ihr Leute einladen. Statt auszuladen, fürchte ich. Naja, sagen wir es mal so, alle, die nicht für ein Einfachhandskommando geeignet sind, haltet auch mal Ausschau. Ja, vielleicht die Schiffsjungen. Ja, die habe ich schon gedacht, aber jeder, der da nochmal einen Blick drauf wirft, der schadet, glaube ich nicht. Sonst fällt mir spontan keiner ein. Wir bräuchten, vielleicht einen neuen Geschützmeister? Naja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Frau, die das gerade macht, mit uns untergeht, ist das kein Verlust für Dere. Nun ja, aber sie kann die Arbeit nicht alleine machen, fürchte ich. Ja, scheiße. Vielleicht finden wir in Konchum einen passenden Satz. Ja, lass uns einfach hier hinsetzen, ein bisschen die Sonne genießen, wir lassen die Zwerge schon mal ihre Witze erzählen und dann laufen wir gleich nach. Meint ihr, das Blut getrocknet schneller hier in der Hitze? Naja. Sie war wirklich kaltblütig, sie hat sie einfach umgebracht. Also ich hab's jetzt leiser, das kennt nur wie beide das hören, ist klar. Naja, ihr wisst ja, was sie war. Besser als sie es sogar weiß. Nein, ich meine, Sulamin, sie hat sie einfach umgebracht. Ja, aber was? Also ich nehme mal, ich bin mir nicht zu... Na doch, ich bin mir eigentlich schon sicher, was sie darstellt, diese Malerin. Ja, es erfordert aber schon eine gewisse Kaltblütigkeit. Naja, Abelmir, wie sagt man so schön im Horasreich, wer im Gewächshaus sitzt, sollte nie mit schweren Büchern werfen. Der Ausdruck war nicht ganz richtig, aber ich lasse es durchgehen. Ihr versteht, was ich meine? Schon klar. Aber, nun ja, es ist interessant, diesen Aspekt an ihr zu erkennen. Sie predigt immer von Schönheit und, nun ja. Naja, Gewalt hat ja auch was Anziehendes, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Das mag wohl sein, aber diesen zerstörerischen Aspekt kannte ich von ihr bis jetzt noch nicht. Wir sollten ihn im Auge behalten. Ja. So, und jetzt, Abelmir, ich muss noch ein bisschen die Sonne genießen, bevor ich mir das gleich antun kann. Nun gut, dann, ja, ruht euch etwas aus. Ihr seid noch etwas erschöpft. Wie geht's eurer Wunde übrigens? Viel besser, als es hier gehen dürfte. Ja, tut mir leid, dass ihr noch lebt. Das ist gelogen. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja. So. Damit würde ich meditieren, eine halbe Stunde Zeit verbringen, damit ich nicht dabei sein muss, wenn die Zwerge einander treffen. Ja, Zulamin, Serpentilio und Boltax gehen zum Blauen Palast? Genau. So der Plan. Gut.
Ja, wenn ihr in den Dauernpalast reinkommt, könnt ihr schon sehen, wie Wilbo von Rabenmund unten im Atrium steht und euch dann sehr dankbar ansieht, wenn ihr dann reinkommt. Ihr könnt wohl erkennen, dass seine Zierrobe mit den bestickten Wappen von Janke und natürlich auch von den Effertperlen Bier verklebt ist und so ein bisschen schaumig eingezogen. Er ist da wohl nicht gerade so in seinem Element und schaut euch dann sehr dankbar an. Ah, ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr könnt übernehmen. Ja, gerne, wenn ihr euch einer Sache annehmen könntet. Es werden demnächst einige Leute von unserem Schiff bei euch aufschlagen. Sie brauchen einen Wagen und Gerüste sowie weiße Wandfarbe. Ja, und dann sollen sie was tun? Es geht um Renovierungen am Raya-Tempel. Okay, ich stelle am besten keine Fragen und werde Ihnen die Renovierung zuweisen. Gut, vielen Dank. Sehr gerne. Der Hochkönig Albrax, Groscho Agam, wartet oben auf euch, gemeinsam mit seinem Druiden. Oh, Albrax ist da, das wird wunderbar. Ja, dann wollen wir doch mal unseren hohen Gast begrüßen. Bier haben Sie genug dabei. Naja, wer wäre er ja auch, wenn er kein Bier dabei hätte? Ich wette, das ist das Geschenk, was er mitgebracht hat. Oh. Dazu weiß ich nichts. Er hat zwar gesagt, dass er eins dabei hat, aber das wollte er nur euch persönlich ergeben. Eine ganze Wagenladung Ferdocker Weiße. Oh. Ja, die stehen dort drüben. Ich habe sie im Lagerraum bei den Pressen, bei den Weinpressen untergestellt. Oh, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut mitgedacht, Rabenmund. Sehr gut mitgedacht. Oh, der Tag wird immer schöner. So, dann ich werde mir mal eine neue Robe anziehen. Wir sehen uns dann vielleicht in einer halben Stunde oder so. Viel Erfolg mit eurem Hochkönig. Ja, dann geht's nach oben. Ja, wenn du nach oben gehst, die Treppe, kannst du sie schon lachen hören. Wieder wohl, es stinkt nach Bier, was wohl vergossen wurde. Und wenn du reinkommst, kannst du auch sehen, die Teppiche sowohl an den Wänden, aber als auch die am Fußboden, die Sitzsäcke kleben voll mit Bier. 20 Zwerge sitzen im Kreis beieinander und du kannst selbstverständlich den Hochkönig erkennen, Albrax, Groscho, Agam und auch neben einem großen, riesigen Hund, Xenos von den Flammen. Peterchen, oh, es ist mir eine Freude, euch wieder zu... Xenos, oh, ihr seid auch hier. Hey, Voltax. Oh, wunderbar. Das ist ja, es ist ja fantastisch. Oh. Ein kommt, wundervolles kommt rein, Geschenk. Kommt rein, es ist noch Platz da, es ist ja euer Palast. Die ganzen Zwerge lachen. Herzlich willkommen. Also gut, dann raus, Jungs. Schaut euch ein bisschen in die Taverne um und bringt jedem der Taverne noch ein Fässchen mit. Ist ja genug da. Alle Zwerge lachen. Das wird die Leute aber freuen. Wir haben viele Flüchtlinge in der Stadt, denen übel mitgespielt wurde. Ja, ja, Albrax ist ja jetzt da. Ja, und ja, wie kommen wir zu der Ehre? Ich habe euch meine Seeadler geschickt. Ich habe gehört, ihr braucht ein bisschen Artillerieunterstützung. Das kann man wohl so sagen, ja. Nun, und wir brauchen auch euren Frohmut, denn es sind hier wirklich viele Flüchtlinge in der Stadt. Und wenn jetzt so viele tapfere Zwerge da sind, die mit den neuesten Witzen ausgestattet sind, ach, das wird ganz viel an Stimmung in der Stadt schüren. Oh, wunderbar. Ja, 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 ich schick sie mal los. So, Jungs, ab. Seht zu, dass ihr rauskommt. Macht die Tür direkt so. Ja, könnt ihr erstmal warten, bis dann die 20 Zwerge an euch vorbeigestiefelt sind. Und wenn ihr dann alleine seid, sitzen dort nur noch Albrax und sein Geode. Nicht der Druide, sondern der Geode Xenos von den Flammen. Wie gesagt, ich habe euch die Xenos die Seeadler habe ich euch mitgeschickt, aber Xenos hatte noch einen weitaus anderes Problem für euch, das er mit euch auf dem Weg diskutieren möchte. Welches Problem? Erzähl, Xenos. Ihr werdet, solltet ihr Erfolg haben und Palikan töten, müsst ihr den Splitter in euch nehmen. Der Splitter kann nicht einfach verwahrt werden. Er
korrumpiert den Besitzer. Wir haben eines der Gefäße von Rohal dabei. Oh, das ist hervorragend. Ein leeres. Wir haben es vor vielen Jahren von Rohal bekommen, der diese Begegnung vorhersah. Und damit könnt ihr sehen, wie Albrax aufsteht, in eine der Ecken und ein schwarzes Tuch hervorzieht, beziehungsweise ein schwarzes Tuch wegzieht, worunter dann ein Kästchen aus tiefgrauem Koschbasalt aufblitzt. Es gibt einige regenbogenfarbene Einschlüsse. An der Außenseite ist reichlich verziert worden. Die Rückseite, einige Scharniere, Symbole von Ingrim, eine ganze Auswahl von Rubinen und sehr prachtvolle Elemente von Ornamente von den Elementen Feuer, Luft, Humus, Erz, Wasser. Ihr könnt verschiedene Verschlüsse erkennen, strahlendes Goldmetall, das ist das Illuminium, was von den Zwergen hier wohl verarbeitet worden ist. Edelsteine, Rubine, Smaragde, Diamanten, Bernsteine und das alles eben eingebettet in Koschbasalt. Oh, sind das die Glyphen vom Zauberschmied? Oh. Das sind sie. Das ist ein wahrhaft prachtvolles und wertvolles Geschenk in unserer Situation. Wahrhaft erstaunlich. Ihr müsst diese Kiste mit euch führen, wenn ihr Palygan besiegen wollt. Und den Splitter einsperren. Natürlich. Dieser Splitter verfügt vermutlich über ähnlich große Kraft wie die anderen, nicht wahr? Selbstverständlich. Dann geht von ihm viel Unheil aus. Wir müssen sehr behutsam damit umgehen. Er kann auch nicht vernichtet werden. Zum Glück ist Yala nicht da, um den Splitter versehentlich anzufassen. Nee, dies wäre vermutlich das Allerdümmste, was man tun könnte. In der Tat. Wir wissen nicht, wie die Schlacht für uns ausgehen wird. Sagen wir einmal, es würde uns gelingen, den Splitter darin zu verwahren, aber das Schiff würde sinken. Wäre dann damit immer noch etwas gewonnen? Nun, ja, natürlich. Der Splitter wäre zwar noch innerhalb der Schöpfung, aber durch die Macht, die in diesem Gefäß liegt, ihr könnt sie ja förmlich spüren, derart eingedämmt, dass es die umgebenden Elemente nicht direkt pervertiert. Das schon, Boltax, aber wir glauben, dass die Säuferin einen ihrer Agenten ausschicken kann, wenn er dann auf dem Meeresgrund liegt. Selbstverständlich können wir ebenso eure Agenten von Effert losschicken, aber schon nicht gut. Wir müssen ihn in die Wüste bringen. Wir haben bereits erste Verhandlungen mit dem Horasreich geführt. Ich hab dem Kalifen einen Brief geschrieben. Vielleicht können wir darüber die Möglichkeit wahrnehmen. Ob wir seine Wüste benutzen dürfen? Ja, es ist doch nett zu fragen, bevor man etwas tut, oder? Ja, das ist schon richtig, Boltax. Aber wir brauchen nicht nur die Wüste, sondern wir brauchen auch Kadan selbst. Arambolosch sagte, er verfügte über ein drittes Auge, ein Erbenmühe. Das kann diesen Splitter wahrlich vernichten. Bis dahin müssen wir ihn aber erst einmal sicher einsperren. Oh, aber in ihm fließt doch Drachenblut, oder? Boltax, dieser Splitter ist weitaus mächtiger und gefährlicher als etwas Drachenblut. Das können wir später immer noch vergießen. Ja, aber wir kennen doch noch jemand anderen mit derartiger Kraft. Wen meint ihr? Oh, nun, Leertmann Freisop. Genau. Leertmann Freisop. Er hat ein anderes Schicksal und er wird sich um einen anderen Splitter kümmern. Nun gut. Es gefällt mir nicht, aber ihr seid weise, Xenos, und wenn es der Wille des Väterchens ist, dann soll es so sein.
Ja, mein Bruder Rambolosch redet mit ihm. Rambolosch wird später noch einmal zu ihm gehen und... Naja. Nun gut. Direkt vor seinem Augen. Da liegen immerhin dieser Splitter, den... der aus der schwarzen Stadt. Nun, dann soll es an mir nicht scheitern. Wenn das der Weg ist, dann werden wir ihn natürlich so gehen. Und wir werden unseren Schlachtplan daraus danach ausrichten, dass dann hoffentlich noch jemand da ist, der den Splitter in die Wüste tragen kann. Darum werden wir uns so einen Ort kümmern. Bringt ihn erstmal wieder zurück an Land. Wenn es soweit ist. Nun, wenn es soweit ist, werde ich meinen Bruder bitten, dies zu tun. Sehr gut. Gut. Dann lasst uns über frohere Themen sprechen. Wir konnten durchaus noch einige Kräfte requirieren. Sehr gut, ich habe den Hafen gesehen. Oh, ja. Alles voll mit Schiffen. Ich meinte, wir müssen sie noch einen. Ja, dann tut das mal. Ich habe ein bisschen Bier mitgebracht, das hilft immer. Vielleicht genauso wie ein Käserad. Sehr gut. Käse habe ich auch mitgebracht. Ja, wunderbar. Und ich habe einen neuen Verbündeten gefunden. Sein Name ist Schnabelmier. Ja, dann musst du mir gleich mal zeigen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein prächtiger Reitstrauß. Oh, und so klug das Tier. Oh, manchmal klüger als sein Namensvetter. Ich sag es euch. Als ich damals in der Wüste war, habe ich mir einen Löwen zugeritten. Ein Wüstenlöwen. Wo habt ihr Schnabelmier denn stehen, Boltax? Ich würde dieses Gefäß gerne so bald wie möglich auf unser Schiff bringen. Er müsste noch am Tempel sein. Ich hatte ihn jetzt in all der Aufregung dort stehen lassen. Ah, dann wird er noch bei Abelmir und Rafim sein. Nun, ich hoffe doch. Nicht, dass sie ihn ärgern. Ah. Abelmir und Schnabelmir schlecht bekommen. Verstehen sich nicht so gut. Ich glaube, sie konkurrieren beide um meine Liebe. Ja, das wird es wohl sein. Naja, gut. Genos, ich hätte noch ein, zwei Fragen zu verschiedenen Möglichkeiten, wie wir später vorgehen wollen, wenn wir auf Paligan treffen. Wenn du vielleicht später noch etwas Zeit hättest, könnten wir privat darüber reden. Es wird die anderen hier vermutlich jetzt nicht so interessieren, aber mir sind ein, zwei Gedanken gekommen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Viel Zeit habe ich nicht, aber einen Tag werde ich erübrigen. Nun, ein Tag gutes Gespräch ist mehr wert als 100 Jahre voll Umba-Plauderei, nicht wahr? Ja. Dann sehen wir uns später und wir bringen jetzt das Gefäß auf unser Schiff. Pass darauf auf. Natürlich. Ich werde es in meiner Kajüte verwahren. Ja. Okay. Und dann würde ich noch ein Bier mit ihnen trinken und ja, dann würden wir aufs Schiff gehen. Gut, dann könnt ihr gemeinsam Boltax begleiten mit dem ziemlich schweren, ich muss gerade mal schauen, 500 Stein. Das Ding wiegt 500 Stein. Was? Ja. Ja. Wie kriegen wir das denn bewegt? Seitenmaß von 80 Halbfingern. Ja, die haben unten haben die eine Sackkarre stehen. Dann müsstet ihr natürlich, Rafim bietet sich natürlich an. Aber dann müsst ihr ziemlich viel Kraft benutzen und auch wie ihr das dann später aufs Schiff bekommt, das ist auch nochmal eine andere Frage. Dürft ihr euch noch was einfallen? Lassen? Mit einem Kran und den Splitter bringen wir dann wohl eher zum Würfel als umgekehrt. Ja, so sieht's aus. Könnt ihr euch dann mal angucken, wie ihr das macht. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt oder so. Ja, und könnt dann dort auf Abelmir und Rafim treffen, wenn ihr Schnabelmir abholt und dann gemeinsam zum Schiff, zur Aviander.
Ich hole am Schnabel mir kann den nicht ab. Den darf ich nicht mitnehmen. Nee, okay. die anderen holen ihn okay. ab dann. Alles klar. Ich lasse den eiskalt stehen. Na toll. Zulam winkt euch, wenn ihr da immer noch in der Sonne auf einer Bank hockt. Ah, ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen. Oh nein, haben wir etwa das Gespräch verpasst? Ja, ich fürchte auch. Ja, es war so schön. Wir haben einige neue Witze kennengelernt. Zum Beispiel vom Wüstenlöwen. Ein Wüstenlöwe. Den verstehe ich wiederum nicht. Oh. Vielleicht, weil Löwen eher in der Savanne leben. Eigentlich nicht. Ja. Das ist doch jetzt auch vollkommen egal. Wenn ihr alle keinen Humor habt, kann ich doch nichts dafür. Der wirkliche Witz ist, er hat Leoma vom Berg Leoma den Löwen getroffen. Als er Söldner war. Der ist fehlen gegangen. Nun, wie auch immer. Wir sollten jetzt vielleicht wirklich aufs Schiff. Wir haben etwas sehr Wertvolles dabei. Etwas Mächtiges. Ihr sagt nicht, ihr habt ihr ein Bierfass mitgenommen. Nein. Also, es ist schon ein Gefäß, aber da würde ich kein Bier reintun. Ich glaube, es ist kleiner, aber schwerer als ein Bierfass. Mhm. Und ihr könnt hier nicht darüber sprechen, vermute ich. Nein. Nun gut. Aber Bier gibt es auch. Ich habe so etwas befürchtet. Kennen Zwerge... Warum kennen sie leben seit Jahrtausenden und kennen immer noch nicht das Geheimnis des Weinanbaus? Wir kennen das Geheimnis des Weinanbaus. Wein schmeckt nur einfach nicht so gut wie Bier und sättigt nicht. Und nun, Bier hat diese wundervolle Eigenschaft, dass es mit zunehmendem Genuss auch den Bauch wachsen lässt. Es macht eine wundervolle Figur. Ihr solltet mehr davon trinken, Abelmir. Nein. Doch. Ja, das eigentliche Geheimnis am Wein ist ja die Pilze, die du reintust. Das sind ja Hefepilze. Ja, das ist beim Bier aber nicht anders. Jetzt bin ich jetzt mal. Ja, was auch immer wir jetzt mitnehmen sollen. Wo ist es denn? Im Palast? Ja. Und dann sollten wir uns auf den Weg machen. Ist ganz schön schwer. Ja, ungefähr eine halbe Stunde später könnt ihr dann tatsächlich auch mit dem Würfel angekommen sein auf eurer Avianda. Wo lagern wir es denn? Nun, in meiner Kajüte natürlich. Und wie habt ihr vor, dieses wirklich schwere Ding in eure Kabine zu bringen, die Treppen herunter? Nun, ich hätte einige Möglichkeiten, nur musste ich leider eine gewisse Person versteinern, deshalb habe ich nicht mehr genug Kraft. Stellt es, wenn dann bitte eher an die Türseite eurer Kajüte, dann ich glaube, es ist tatsächlich schwer genug, dass es uns in Schieflage bringen könnte. In der Tat, das war meine Ansicht, beziehungsweise meine Absicht. Aber wir haben doch kräftige Leute hier an Bord. Tag und Gorner können die bestimmt zusammentragen. Ja, die würden es bestimmt versuchen. Na dann, lass sie uns holen und dann geben wir Gorner den Befehl, das Ding nicht aus den Augen zu lassen und mit seinem Leben zu verteidigen. Sind die Zwerge eigentlich mit uns mitgekommen? Die 20 Stück, nee, die sind irgendwo in einer Taverne. Also auch nicht Albrax und Xenos? Nee, Albrax und Xenos nicht. Okay. Dann macht Zulamin jetzt das, was sie vorhatte und lässt Lalkasch und Dragan rufen. Und ja, wir besprechen das natürlich nicht draußen auf dem Deck, sondern in der Kapitänskajüte. Lahalkasch, ja, und Dragan. Genau, als Anführer von den Dukatengardisten und Lahalkasch als Ingerim Geweihter. Genau, Ronga unterhält sich irgendwo auf dem Deck mit Mendarion und verzweifelt da wahrscheinlich so ein bisschen. Ifanora versucht zu beruhigen, was aber auch nicht wirklich hilft. Und ja, so könnt ihr dann ein bisschen warten und euch dann positionieren, bis dann Lahalkasch und der abgebissene Dragan Revitas bei euch auftauchen.
Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Ich habe einen etwas speziellen Auftrag für euch, für den ihr zusammenarbeiten solltet. Und zwar liegt im Tempel der göttlichen Stute die Leiche einer Paktiererin. Und zwar der Malerin, die eine Zeit lang bei uns an Deck war.